Listen to me now. Im Rahmen einer Festveranstaltung überraschte das Bundesheer und die Polizei gemeinsam Landeshauptmann Hans Nissl. Die beiden Musikkapellen marschierten gemeinsam von der Martin-Kaserne zum Landhaus. Dort veranstalteten sie ein kleines Abschiedskonzert für Landeshauptmann Hans Nissl. Während des Konzerts übergab Landespolizeidirektor Magister Martin Huber Landeshauptmann Hans Nissl eine Urkunde und einen Gutschein für eine Bootsfahrt mit dem Polizeiboot am Neusiedlersee. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, du hast in den 2 Jahrzehnten deiner Politik die Sicherheit und damit die Anliegen der burgenländischen Bevölkerung, aber auch der Polizistinnen und Polizisten in den Mittelpunkt gestellt. Dafür gilt es, Danke zu sagen. Danke auch für die Zusammenarbeit, die du vorgelebt hast mit dem Innenministerium, die es uns im Burgenland leicht gemacht hat, hier die bestmöglichen Lösungen für die Burgenländerinnen und Burgenländer zu finden. Und durch deine Art und Weise der Arbeit die Sicherheitslandschaft im Burgenland, aber auch im Bereich des Assistenzeinsatzes und der Grenzsicherheit österreichweit mitgestaltet. Dafür möchten wir ein recht herzliches Danke sagen. Bei der Polizei ist es üblich, dass man, wenn man ausscheidet aus der Exekutive, eine Urkunde mit Dank und Anerkennung bekommt. Diese Auszeichnung wird üblicherweise Polizistinnen und Polizisten zuteil. Auch wir wollen das heute tun. Ich möchte dir eine Urkunde mit Dank und Anerkennung überreichen. Weiters möchte ich dir auch für deine nahe Zukunft eine Fahrt am Boot, zu einer Fahrt am Boot am Neusiedlersee einladen, gemeinsam mit deiner Lebenspartnerin oder wen du auch sonst noch mitnehmen möchtest. Und schlussendlich darf ich dir auch die Distinktion des Landespolizeidirektors überreichen, als sozusagen langjähriger Vermittler, als langjähriger höchster Repräsentant der Sicherheit auch im Burgenland. In dem Sinne danke und alles Gute weiterhin. Danke für Ihre Einsatz und Ihre Aufmerksamkeit.
Brigadier Magister Gernot Gasser, der Militärkommandant des Burgenlandes, überreichte Landeshauptmann Hans Nissel zum Abschied den ersten Kommandokorn des Bundesheers. Herr Landeshauptmann, in meiner Funktion als Militärkommandant des Burgenlandes stehe ich hier an der Stelle von rund 1000 Mitarbeiterinnen, Soldaten und zivilen Bediensteten und darf mich ebenfalls bei dir herzlich bedanken. Du hast dem Thema Sicherheit einen wesentlichen Stempel aufgedrückt. Du hast so viele Initiativen gestartet, Tag der Sicherheit, Sicherheitskonferenzen. Wir hatten schon fix mit dir. Du hast ja immer wieder die Unteroffiziere, die neu ausgemusterten Unteroffiziere willkommen geheißen. Du warst an mehr als 80 Angelobungen anwesend. Das sind also nicht Lippenbekenntnisse, das ist gelebte Unterstützung des österreichischen Bundesheeres hier im Bundesland und dafür möchte ich dich im Namen aller Mitarbeiter recht herzlich bedanken. Als militärischer Kommandant habe ich nicht die Möglichkeit, Orden oder Ehrenzeichen zu verleihen. Wir haben aber im militärischen Kreise die Möglichkeit, sogenannte Commander's Coins, also Kommandantenmünzen, zu verleihen. Diese Münzen sind grundsätzlich für Soldaten vorgesehen, die sich in besonderer Art und Weise um das österreichische Bundesheer verdient gemacht haben. Ich sehe dich sozusagen als ein soldatischer, aufrechter Landeshauptmann, der sich immer wieder für die militärische Belange eingesetzt hat. In diesem Sinne ist es mir eine große Ehre, dir heute die erste Commander's Coin, die ich verleihen darf. Es gibt sie noch nicht so lange und es ist mir eine besondere Freude, dir heute die erste Commander's Coin zu verleihen. Ich darf mich noch einmal recht herzlich im Namen aller meiner Mitarbeiter bedanken für deine gelebte Unterstützung und für deine Anerkennung für unsere Arbeit. Herzlichen Dank. Es ist für mich eine große Ehre und Freude, dass es Sie gibt. Danke, danke. So, Herr Landeshauptmann, wenn du mir noch gestattest, einen Nachsatz. Du hast bei deiner Rede jetzt gesagt, ein Kommandant ist immer sehr von seinem Team abhängig. Ein Erfolg ist immer auch ein Teamerfolg. Ich darf daher stellvertretend für dein Team, wenn du mir das gestattest, die Büroleiterin von Magister Grunberg hervortippen. Wo ist sie? Wenn du es mir gestattest, dann möchte ich mich bei der Frau Büroleiterin sozusagen anstatt des gesamten Teams, weil wir unterschiedlichste und vielfältige Berührungspunkte hatten, recht herzlich bedanken für diese hervorragende Zusammenarbeit, von der wir, glaube ich, beide profitiert haben. Vielen lieben Dank. Landeshauptmann Hans Nissel bedankte sich dann noch für die gute Zusammenarbeit. An Vertreter der Polizei des österreichischen Bundesheers, zunächst bedanke ich mich für die über 18 Jahre erfolgte sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Es waren diese über 80 Angelobungen, wo ich dabei war, es waren Festakte, es waren Ausmusterungen bei der Polizei, es waren auch Katastropheneinsätze, wo ich vor Ort war. Und es war immer sehr positiv zu sehen, wie professionell gearbeitet wird von der Polizei, vom österreichischen Bundesheer. Und ich möchte den Kommandanten, euch beiden, aber allen Vertretern ein herzliches Danke sagen für die gute Zusammenarbeit, aber vor allem für das Engagement. Wenn das Burgenland heute das sicherste Bundesland ist, dann ist es das Verdienst der Einsatzkräfte, die eben eine sehr gute Arbeit leisten. Und wenn sich die Burgenländerinnen und Burgenländer verlassen können, dass im Katastrophenfall das österreichische Bundesheer bereitsteht, dann ist das ebenfalls wichtig für die Bevölkerung. Und dass wir 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim österreichischen Bundesheer haben, ist auch ein sehr gutes Zeichen, weil es gute und sichere Arbeitsplätze hier im Burgenland sind. Herr Polizeidirektor, Herr Militärkommandant, liebe Polizistinnen und Polizisten, Vertreter des Bundesheers, ein großes Danke für 18 Jahre sehr guter Zusammenarbeit. Es haben die Menschen profitiert, es hat das Land profitiert und es ist ein schönes Zeichen. Im Burgenland leben heißt sicher leben und das ist Ihr Verdienst. Herzlichen Dank dafür. Thank you.
Herr Landeshauptmann, im Namen der Polizeimusik und der Militärmusik Burgenland möchte ich mich für die jahrelange Unterstützung in Worten und Taten recht herzlich bei dir bedanken. Ich bitte dich noch um einen besonderen Musikwunsch. Wir weichen von den Musikwünschen ab und sagen heute O du mein Österreich. Gerne.